Hey liebe Freunde, willkommen zurück bei Far Cry 3. So, wir gehen mit dem Typ reden. Hier, wir sollen jetzt zur Rede stellen und zwar keine Ahnung, was ich von dem jetzt hier erwarten soll oder was ich jetzt bekomme. Alt! Nein, Moment, halt. Halt. Ganz vor Seil, ganz kurz. Ich muss ganz kurz mit der reden, mit der Alten. Sorry. Ich brauche natürlich wieder einen Granatwerfer. Ist ja klar, ne? Den hier. Ausrüsten. So, Schrotflinte weg. Ist Pflicht, ne? Und dann sollte ich noch ganz kurz ein bisschen Munition kaufen, dann. Um den Scheiß mal hier vertickt haben. Weil sonst wird es nämlich auch langsam knapp und das ist, glaube ich, nicht so gut. So. Munition, Inventar auffüllen. Wir bekommen ein bisschen Rabatt. Wow. Okay, zurück. Dankeschön. Und jetzt gehen wir hier auf jeden Fall mal rein. Und sagen, hey du! Du hast 10 Sekunden, mir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch fernzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos. Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel, nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was, was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Hä? Jetzt, Moment, ist er gerade. Oh, hi. Jason, was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet. Hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt. Dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. So, also wir haben jetzt mit ihm gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier drin noch viel machen können, außer hier die... Ah nein, mein Scharfschützengewehr, das kannst du gleich mal vergessen, Alter. Da müssen wir was anderes eintauschen. Ich glaube, ich werde mal das Schnellfeuergewehr hier eintauschen gegen... Ich brauche mein Scharfschützengewehr, Leute. Moment. Ich will das aber auf 1 haben. Na, egal. Ne? Das können wir auch noch... Ah, halt, wir können das natürlich... Können wir es nicht ablegen, das Ding? Draufgekackt. Wir, ja. Gehen raus und werden nur den Auftrag erledigen. Ich spiele mit, aber nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Genau, wir müssen jetzt ein Feld abfackeln, sagt der.
irgendwo am Arsch der Welt und ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Wo soll das sein? Jetzt fühle ich mich aber gerade irgendwie leicht verarscht hier, ne? Wo soll denn das sein? Prüfung. Nee. Brauche ich jetzt nicht da. Hä? Hallo? Okay, vielleicht kriege ich es ja noch gesagt. Ich gehe jetzt mal raus hier aus dem Dorf und... Vielleicht weiß Dennis mehr über heute. Ah. Okay. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt. Aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, ich pass auf. Okay, also ich soll jetzt die Hütte verlassen. Haben wir schon, erreiche die Drogenfelder. Und dann soll ich hier die Drogenfelder wahrscheinlich anzünden. Wo sollen die jetzt genau sein, die Felder? Die sind schon wieder im neuen Gebiet. Okay, also, dann würde ich sagen, gehen wir von hier aus, ne? Gehen wir von hier aus nach unten. Und da können wir, dann müssen wir wahrscheinlich sowieso erstmal noch diverse andere Sachen einnehmen. Beziehungsweise lassen wir mal da unten was sehen, werde ich auf jeden Fall mal hingehen und einen Turm einnehmen. Bevor wir jetzt die Hauptmission machen. Weil das ist vielleicht besser so, dass wir überhaupt hier mitkriegen, was abgeht. Also würde ich erstmal den hier mir holen. Genau. Dann haben wir zumindest mal die Karte aufgedeckt, weil so wie es jetzt ist, ist gerade ein bisschen doof. Eine feuerfeste Spritze sollen wir herstellen. Moment, was ist denn das? Haben wir da jetzt ein Rezept bekommen? Erforschung. Diese Spritze... Was? Erforschung der Welt. Ich habe keine feuerfeste Spritze. Kampf. Nee. Wie soll das gehen? Tödliche Jäger. Medizin? Da gibt es nur die eine. Kampf? Ah, feuerfest. Karminrot. Ah, karminrotes Blatt. Also sollte man die vielleicht noch irgendwie auch bekommen. Im Dschungel noch ein bisschen rumlaufen und rote Blätter suchen. So, ich denke, das werden wir unterwegs noch finden. Also wenn wir schon da unten uns aufhalten müssen, dann denke ich mal, ups, da geht's aber runter, ne? Oh. Vielleicht mal hier vorsichtig runterrutschen. Ja, wir brauchen ja auch nicht springen, einfach nur vorsichtig rutschen. Oh je, hier wird's aber brutal, ne? Ah, man kann auch ein bisschen bremsen, das Ganze. Da unten ist ein grünes Blatt. Oh! Das könnte wehtun. Pass mal auf, vielleicht wenn hier runtergehen, ist es besser. Ja. So, hier und zack. Unten sind wir. Wir nehmen auch noch ein paar grüne mit, weil... Vielleicht ist es gesünder, wenn wir noch ein paar Heiltränke herstellen. Und ich glaube, da vorne sind rote, oder? Ach, das sind... Was, seine Leute jetzt? Ich denke gerade, hä? Okay. So, meint ihr, die kriegen das mit, wenn ich die abknall? Ey, was schießen die? Ah, das ist gut. Perfekt. Ey! Wie? Bleib doch mal stehen, du Arsch. So, den hätten wir. Eieiei.
Der will bestimmt da einsteigen, pass mal auf. Meint ihr, wir können die... Junge, das war knapp. Was ist das? Ist es ein Gürteltier? Mann, bist du ein hässliches Teil, ey. Beutewolf. Na, was bist denn du für einer? Auf jeden Fall werden wir dein Fell auch noch brauchen. Da ist auch nochmal einer. Und gut getarnt sind sie auf jeden Fall. Ey. So, weil ich möchte es mitnehmen. Wer weiß, ob wir die nicht noch brauchen. Aber ich denke auf jeden Fall Beutewolf. Interessant. So, einmal. Da hinten haben wir noch einen. Sind das Wasser, ne Leute? Nein. Okay. Jetzt machen wir noch die Leichen unter die Lupe. Hier bin da. Gut. Sehr schön. Wenn, da brauchen wir sowieso 4 oder so, denke ich mal. So. Wenn sie uns nicht so sowieso gleich angreifen werden. Die Beutewolf. Tierchen. So, okay, das wird jetzt erstmal reichen. Und jetzt gehen wir zum Turm. Der ist da oben. Nicht weit weg, das ist schon mal gut. Ist gut zu laufen. Dann haben wir auch einen kleinen Überblick über die Karte. Weil ich kann jetzt auch gar nicht gucken, was wir Pflanzen hier haben und so, ne? Ey, verpiss dich, ich sag's dir, ey. Scheißviech. Okay. Beutewolf, lustige kleine Tierchen. Was haben wir eigentlich schon aufgedeckt dann in dem Fall? Hier unten noch? Ah, langsam lichtet sich das hier, ne? Kommt immer mehr. So, da ist wieder was zum Einsammeln. Ist es ein rotes, oder? Das könnte kaminrotes Blatt sein, vielleicht. Nee. Doch, sehr schön. Feuerfest. Gut. Da haben wir Feuerresistenz ein bisschen was. Was ist das hier noch? Auch nochmal Blätter. Nochmal kaminrotes Blatt. Sehr schön. Das könnten Feinde sein. Vorsicht. Sind auch. Okay, mit denen wollen wir uns mal nicht anlegen. Ey, hau ab. Hau ab. Verpiss dich, du dummes, kleines... Dreckviech, ey. So, hier ist unser Türmchen, wo wir freischalten. Und da müssen wir erstmal hoch. So. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir noch ungebetenen Besuch bekommen. Das wäre jetzt das erste Mal. Außer eine Schlange, ganz am Anfang. Wisst ihr das noch? Da haben wir mal... Besuch bekommen von der Schlange. So. Okay, aber ich glaube, so Soldaten von oder Piraten, die waren noch nie hier. Dann müssen wir hier hoch. Dann da. Da ist jeder Turm anders aufgebaut. Echt interessant. So, was sind denn die? Das sind was, Leute, auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall von ihm. So, jetzt müssen wir hier rüberkommen irgendwie. Ach du Scheiße. Runterfliegen könnte wehtun, ne? Also Vorsicht. So, hoch. Sind wir oben? Ne, noch nicht. Eieiei, das gibt's ja nicht. Aber jetzt, ne? Ah, hier fühle ich mich schon sicherer. Sehr gut. Okay.
Also, da haben wir schon den Kasten. Na. Zack. Und wir schauen mal, was wir freigeschalten haben. Okay, ein paar Gebäude sind hier. Funkturm aktiviert, sehr schön. Jetzt müssen wir uns nur noch in die Richtung aussuchen, wo wir ein bisschen runtergehen. 500 Pokerchips, 31 Dollar. So, jetzt kann man auch nachher kurz hier schauen, ob hier noch irgendwo ein Lager in der Nähe ist, wo wir vielleicht uns krallen können gerade. So, nee, ist keins. Doch, das hier unten. Dann werden wir uns das hier holen und dann werden wir uns dem Hauptauftrag widmen, ne? Weil ich brauche ja auch einen Punkt, falls irgendwas schief gehen sollte, dass ich wieder ja, zurück kann. Also beziehungsweise. So, okay, zack, aufs Dach. So, dann werden wir uns erstmal hier dem Lager widmen. Ein Rückzugspunkt, wollte ich sagen. Brauche ich ja. Sonst muss ich nämlich den ganzen Weg wieder hier latschen. Kommen wir hier am schnellsten runter, oder? Ein Hirsch! Ja, wird ein bisschen holprig, aber es könnte funktionieren hier runter. Ach, ein richtiger Tarzan braucht keinen Weg! Für was denn, ihr Weicheier? Da jumpt man einfach den Berg runter, verdammt nochmal. So, da gibt es nochmal kaminrotes Blatt. So, und da können wir mal so ein paar Teile nachher herstellen. So ein paar Spritzen, weil die brauchen wir natürlich dann auch. Aber erst will ich das Lager hier haben. Das Lager ist wichtig. Da ist ein Bär. Oh Mann, ich glaube, ich gehe um ihn herum. So, ignoriere mich. Ich bin gar nicht da. Mach einfach dein Ding. Ciao. So, das Lager ist schon in greifbarer Nähe. Ich denke mal, da wo der Qualm herkommt, kann man das erkennen? So vom Rändern her, ich denke mal schon. So, ah, da sieht man schon was. Da können wir schon mal unseren kleinen Spion rausziehen. Da ist zumindest mal ein Dach. Oh. Oh, ein Bär! Das ist gut. Der hilft uns. Da brauchen wir gar nicht selber viel machen. Ach, wie nett. Der hantiert da mit dem Schweißbrenner rum. Wir geben einfach ihm die Schuld. Normal müsste der alles für uns erledigen. So, wir schießen aufs Gatter. Yeah! Jetzt geht's ab, Leute! Der holt sie alle! Die haben doch keine Chance gegen den! Zieht euch mal die Scheiße hier rein, ey! Komm! Mach sie platt! Yeah! Komm, 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 komm! Nächste! Ja! Ja! Oh, voll in den Hals reingebissen, so wie es ausgesehen hat! Und nochmal einer! Jawohl! Ja! Und der letzte hole ich. Du bist meiner, mein Freund. So, ich will natürlich auch noch ein bisschen EP haben. Oh, war da nochmal einer? Der hat sich versteckt, aber leider muss ich den Bär... Oh! Entweder verpisst er sich jetzt, oder ich muss ihn töten. Jetzt kommen meine Freunde, aber normal, die kümmern sich jetzt drum. Die kommen jetzt hier angefahren und... Ich lasse sie einfach mal. Kommt her. Guck mal. Oh, nur einer. Was für ein Pech. Da kommen noch ein paar Freunde von mir. Ich muss ihn ausschalten von hier oben. So, okay, geschafft. Was? Stimmt doch gar nicht. Ich habe ihn doch kaputt gemacht. Was wissen du?
Schisser. Mein Freund. Hi. Ich hab Waffen. Kein Grund zur Sorge. Was für ein Loser, verdammt. Ich hab Waffen, kein Grund zur Sorge. Trottel. Meine Fresse, ey. Ich hab ihn erledigt, nicht ihr. Ja, natürlich. Ja, die machen wir auch noch. Keine Angst. Hier gibt's sowieso nicht so viel zu tun, so wie es aussieht. Gibt's auch hier nur einen Außenpost in der Gegend. So, ich werde nur kurz alles einsammeln. Wir werden noch ein bisschen was verkaufen, was wir nicht brauchen, so, ne? Oh, habe ich jetzt Fell verkauft gerade? Ups. Zu verkaufen. Empfohlene Verwendung. Beute. Ah, okay, Beutelwolf. Gilt das ausgestorben. Also herzlichen Glückwunsch, dass du einen finden und noch ausgestorbener machen konntest. Wenn du das Fell schnell verkaufst, wird vermutlich niemand etwas merken. Okay, die kann man auch verticken, die brauchen wir nicht. So. Geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dabei. Ciao, Freunde.